So, ihr Lieben, hallo, willkommen zurück in Phuket, auf Phuket. Ich bin gerade in der Fitness Street in Chalong. Genieße hier in einem traumhaften Restaurant Kaffee gerade ein wunderbares Essen. Ich hatte gerade Muscheln, frittierten Tintenfisch, Knoblauchbrot, wirklich erstklassiges Essen für so kleines Geld, man möchte es sich gar nicht vorstellen können. Und ich hatte gerade mein Sagern-Tattoo. Ich war im TT-Tattoo-Studio. Ich habe den Link dazu und auch das Instagram-Profil natürlich wieder hier unten in der Description von dem Video verlinkt. Wenn ihr mal in Phuket seid, ich kann euch TT-Tattoo-Studio nur empfehlen. Ich bin absolut begeistert. Es war wirklich ein sehr, sehr angenehmer Besuch, hier das Tattoo zu bekommen. Klar, ist gerade mein Wasser gekommen. Ich habe riesig Hunger heute. Ich habe gestern kaum gegessen und vorgestern auch. Das heißt, mein Scrambled Egg Wasser ist gerade gekommen. Das heißt, ich muss einfach mal ganz kurz auf Pause schalten. Einfach genial. Also auch dieses Croissant. Ich könnte von dem Essen hier die ganze Zeit nur schwärmen oder allgemein von Phuket. Ich bin so angetan von diesem Fleckchen Erde. Ich bin wirklich so begeistert. Ich bin begeistert von der Freundlichkeit, Höflichkeit der Thailänder. Ich mag es, hier an jeder Straßenecke quasi trainieren zu können mit echt tollen Leuten, mit wirklich guten Sportlern, super erfolgreichen Leuten. Und das Essen und alles drumherum rundet das Ganze dann einfach nur noch in einem, dermaßen tollen Level ab, dass man es fast nicht glauben könnte. Also ich bin hier wirklich super glücklich, super zufrieden. Die zwei Wochen, die ich jetzt hier war, die zwei Wochen, die ihr mich jetzt hier in Thailand begleiten konntet, waren wirklich fantastisch. Also rundum einfach nur fantastisch. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe hier gekämpft, ich habe hier trainiert, ich habe hier wunderbare Menschen kennengelernt. Ich habe alte Freunde getroffen, neue Freunde gefunden. Und es war auch eine super tolle Erfahrung. Mal mit dem Armin Salkitsch viel zu quatschen, viel unterwegs zu sein, so ein junger, ambitionierter, aufstrebender junger Kämpfer. Ihr werdet euch festhalten, der wird noch richtig kommen, der wird wirklich noch sehr erfolgreich sein. Der ist jetzt gerade weiter nach Bangkok, geht nächsten Monat noch ein paar Wochen nach Tokio, also nach Japan, nach Tokio, nach Osaka, Kobe, Kyoto, macht also auch einen großen Rundtrip. Ich werde ihn da natürlich auch unterstützen. Ich werde ihm ein paar Locations fürs Training empfehlen. Der wird sich da fühlen wie ein Fisch im Wasser. Und auch hier mit ihm die Zeit in Thailand war wirklich wunderbar. Genauso mit dem Elias, dem MMA-Guy. Und da schaue ich nachher auch noch vorbei, im MMA-Guy-Shop und im MMA-Guy-Café. Wirklich so ein toller Hub. Also dieses kleine Fleckchen, sein MMA-Guy-Café in Phuket, das ist wirklich so ein kleines Fleckchen Erde, wo sich die ganzen Kämpfer, Trainer, Coaches, Physios, Fight-Fans einfach treffen, zusammensitzen, den ganzen Tag quatschen, fachsimpeln, eine coole Zeit haben, sich wirklich vollkommen entspannt einfach dem widmen, was sie am meisten lieben, nämlich den Kampfsport. Also ganz egal, ob es Muay Thai, Kickboxen, MMA, BJJ oder Nogi Grappling ist. Die kommen da alle zusammen, die tauschen sich aus, die reden ganz entspannt miteinander. Da gibt es keine große Politik, da gibt es keine super wichtigen Leute. Es sind wirklich einfach nur Sportler, die sich austauschen, die miteinander arbeiten. Die Tradition, mich da tätowieren zu lassen, auf traditionelle Weise tätowieren zu lassen, hat sich in Japan entwickelt bei mir. Als ich 2013 mein Rematch gegen den mongolischen Champion Babo hatte bei Five Piece 4 in der legendären
Bracken Hall in Tokio. Und von dem Kampfgeld, das ich für diesen Fight erhalten habe, bin ich dann in Ikebukuro zu Shunyo gegangen, Shunyo-san. Und der hat mir damals das erste traditionelle Tattoo gestochen, Tebori. In Japan heißt es Tebori. Also auch mit einem Bambusstab, Nadeln auf einem Bambusstab und dann unter die Haut stechen. Und da habe ich mir das Yamato Damashi Tattoo damals auf den linken Unterarm tätowieren lassen. Das hat sich so als Tradition entwickelt. Jedes Mal, wenn ich wieder in Japan war, wenn ich irgendwelche großen Kämpfe hatte oder für mich bedeutsame Kämpfe hatte, habe ich mich auf traditionelle Art und Weise tätowieren lassen. Unter anderem dann auch von Horian the First, von meiner Tätowiererin in Tokio und Osaka, die weltberühmt geworden ist durch den Film Outsider auf Netflix. Ist ein Yakuza-Film, ein super toller Film, das sollte man sich mal anschauen. Und die kleine zierliche Dame mit Glatze, die den Kopf tätowiert hat, das ist Horian the First. Und ich habe sie über Anson Inoue kennengelernt und sie hat mir dann auch damals den Code der Shinsengumi auf traditionelle Art und Weise in meine linke Wade, in meine rechte Wade tätowiert. Heute war die linke Wade dran. Genau, heute die linke Wade. Im Sakyant Bamboo Tattoo Stil. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich diese Tradition so fortsetze, dass ich Erinnerungen auf der ganzen Welt sammeln und dann auch auf mir verewigen kann. Also diese Erinnerungen eigentlich immer mit mir habe, bei mir habe. Und ich bin ja auch schon ein spiritueller Mensch, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ich lege da sehr, sehr viel Wert drauf. Genauso wie der Besuch beim Big Buddha gestern vorgestern war es jetzt mittlerweile schon. Wo ich dann gute Kämpfe gebeten habe, betet habe. Das mache ich in Japan immer ganz genauso. Also ich bin schon spirituell sehr angehaucht, was das angeht, also was das Kämpfen angeht und mein Reisen um die Welt. Und ich genieße es einfach. Ich finde es wunderbar, die Welt zu bereisen, neue Leute kennenzulernen, neue Flecken auf der Erde zu sehen, neue Kulturen kennenzulernen, neues Essen, mit Menschen mich zu unterhalten, auszutauschen. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, als Kämpfer nicht nur seinen Kampfrekord oder seine Kampfgage im Auge zu haben, sondern wirklich auch mit seinem Leben was anzufangen. Und das Kämpfen hat mir immer die Möglichkeit gegeben, wirklich um die ganze Welt zu reisen, auf der ganzen Welt neue Freundschaften zu schließen, alte Freundschaften zu festigen. Dafür bin ich wirklich mehr als dankbar. Und Phuket, hier jetzt gerade, mein aktueller Trip, ist natürlich ein absoluter Traum gewesen. Also ich muss schon sagen, angefangen von dem, dass ich Leute hier kenne, den Daniel Dörrer, den Elias, also unseren MMA-Guy, dass der Armin Salkic vom German Team Herrenberg gleichzeitig hier war. Aber auch die neuen Leute, die ich kennengelernt habe. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung gewesen jetzt hier in Phuket diese 2 Wochen. Also ich war kein einziges Mal in der Bar, ich war kein einziges Mal in dem Club. Ich habe so dieses Touri Leben überhaupt gar nicht gefeiert, sondern ich war wirklich fokussiert auf mein Training. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Ben Roll von der Grappling Academy. Vielen Dank an alle von Southside MMA. Ja, ich trage auch heute das Shirt Southside MMA in Hawaii direkt am Strand. Es war einfach an den Dennis Sisti, an den DJ, an den Danny Dörrer. Also es war wirklich so eine coole Zeit dort, mit den Leuten zu trainieren, sich mit guten Kämpfern, mit weltgereisten Kämpfern auszutauschen. Es war einfach ein Hammer-Trip hier. Ich bin rundum glücklich, habe jetzt diesen Trip für mich mit diesem Tattoo heute bei Tiki Tattoo Studio zu einem Ende gebracht, abgeschlossen. Das heißt, ich werde heute Abend, wenn ich zurück bin im Hotel, noch die letzte Episode dieses Vlogs fertig schneiden, werde die dann veröffentlichen. Die wird dann irgendwann online gehen, während ich in der Luft bin.
Also während ich auf meinem Weg zurück nach Hause, nach Deutschland bin, ich freue mich auch unglaublich auf alle Leute zurück in Deutschland. Ich freue mich auf die coolen Leute in Ulm, auf alle vom Mekong Box Gym, die alle mitgefiebert haben. Ich habe so viele Nachrichten erhalten, während ich hier in Thailand war, und auch Glückwünsche nach meinen Siegen. Es war einfach schön zu sehen, dass man, auch wenn man weg ist, dass man nicht vergessen ist. Ja, ich werde heute Nacht noch diese Episode schneiden, werde die dann hochladen, die wird veröffentlicht, während ich in der Luft bin. Und wenn ich dann in Deutschland ankomme, am Dienstagmorgen, glaube ich um 6, lande ich dann in Frankfurt. Geht für mich der Alltag wieder los, aber der Alltag heißt, es wird einfach weiter gearbeitet. Am kommenden Samstag ist ja schon die ADCC Super Series in Herrenberg. Ihr habt nur noch wenige Tage Zeit, euch anzumelden. Es wird mit Sicherheit ein cooles Turnier. Es ist kein Riesending, aber es wird wirklich qualitativ super tolle Kämpfe geben. Und es ist die Möglichkeit für jeden, da nochmal Kampferfahrung zu sammeln, zu starten, auf die Matte zu gehen. Denn wir haben ja dieses Jahr wirklich noch einiges vor. Im Mai sind die Weltmeisterschaften von ADCC in Polen erstmals. Dann werden wir im September haben wir die West European Championships in Ulm in der Ratiopharm Arena. Ein riesen Ding. Also es wird wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Event. Gleichzeitig geht es natürlich nächsten Sonntag auch direkt mit Shooter weiter. Shooter Rookies 14. Auch da könnt ihr euch noch anmelden. Es sind schon über 50 Kämpfer aus ganz Deutschland gemeldet. Und auch im Shooter geht es dieses Jahr richtig ab. Wir erwarten die Europameisterschaft irgendwo. Ich weiß es noch nicht wo. Ich habe mit dem Mantai in Leon geschrieben. Ich weiß noch nicht, wo die stattfindet. Vielleicht wieder in Deutschland. Ich kann es noch nicht fix sagen. Ansonsten geht es aber dann auch da weiter, natürlich wieder im Herbst. Am 6. Oktober sind die All Japan Shooter Championships. Ich habe mit Romina Sato schon geschrieben, es ist schon klar, wir werden ein deutsches Team an wirklich tollen Kämpfern rüberschicken zu diesem weltgrößten Shooter-Event überhaupt. Und ja, dem Sieger winkt ein Vertrag, ein Profivertrag mit ONE FC. Also es ist schon, wir machen sehr, sehr viel, was die Leute hier in Deutschland weiterbringt. Also meldet euch auch noch für Shooter Rookies am kommenden Sonntag an. Geht kämpfen, geht trainieren, geht kämpfen. Findet keine Ausreden, sondern findet Wege, es möglich zu machen. Meldet euch an, startet bei den Events, arbeitet an euch, arbeitet an eurem Land aus euren Fehlern, arbeitet an den Schwächen und werdet einfach immer besser und besser und besser und stärker. Und dann würde ich mich freuen, auch mal den einen oder anderen von euch hier mit nach Phuket zu nehmen. Ich werde definitiv nächstes Jahr wieder die Phuket Open kämpfen. Habe mir auch schon überlegt, die Asian Open dieses Jahr zu gehen, aber die sind leider am selben Tag wie die German Open. Tja, und 2 Wochen vor der Weltmeisterschaft. Von daher habe ich mich entschieden, also dann die German Open zu kämpfen und dann eben danach die Weltmeisterschaft. Ja, ich kämpfe da übrigens selber auch. Also ich sage nicht nur zu euch, los geht los und kämpft, sondern ich starte bei den Events selber auch überall. Werde auch da auf die Matte gehen und dort gucken, wo meine Fehler sind, woran ich noch arbeiten muss und wie ich mich verbessern kann. In diesem Sinne, bleibt cool, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.